hier ist die Sache. Wenn du mich fragst, wer sollte den ersten Schritt machen, ob es der Mann ist oder die Frau, hier ist meine ganz klare Antwort. Du solltest den ersten Schritt machen. Mir ist völlig egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Er hat sie gesehen, er wollte auf sie zugehen, er mochte sie, aber in ihm hat sich alles zusammengezogen. Er hat sich nicht getraut, den ersten Schritt zu machen. Sie hat ihn gesehen, sie wollte auf ihn zugehen, aber sie hatte Angst, dass sie von anderen verurteilt wird. Beide haben diese Sorge, dass sie ihrer Rolle als Mann oder Frau nicht gerecht werden, wenn sie den ersten Schritt machen oder nicht machen. Das bedeutet, die Frage aller Fragen bleibt bestehen, wer macht denn den ersten Schritt? Der Mann oder die Frau? Das ist die Frage, die wir heute klären. Schaut euch das Video auf jeden Fall bis zum Schluss an, denn dieses Video wird dir die Augen verdammt weit aufreißen. Also mein Lieber, sehr wichtiges Video. Es ist nur für dich aufgenommen. Ich weiß, dass es dir gefallen wird und wir legen sofort los. Wer macht den ersten Schritt? Wer spricht zuerst an? Der Mann oder die Frau? Wir sind im Jahr 2022. Über die letzten Jahrzehnte hat sich eine Menge geändert in der klassischen Rollenverteilung. Wir hatten eine Frau als Bundeskanzlerin. Viele Frauen sehen wir in Vorständen. Die Frage bleibt immer noch offen. Wer spricht zuerst an? Der Mann oder die Frau? Andy, was denkst du? Also, wir kriegen diese Frage ja echt in der einen oder der anderen Form immer wieder mal. Und viele, die hier unter dem Video kommentieren, sind der Meinung, ja, ja, auf jeden Fall sollte ich ansprechen. Ich frage mich nur, wie ich das machen sollte. Andere wiederum sagen, naja, warum sollte ich denn immer die ganze Arbeit machen? Frauen können doch auch mal den ersten Schritt machen. Das ist eine spannende Debatte. Mich interessiert jetzt deine Meinung konkret zu dieser Frage. Schreib sie dir in den Kommentaren, aber sei respektvoll und höflich, okay? Hier wird jetzt nicht irgendjemand beleidigt oder die andere Seite irgendwie vermeintlich ausgespielt oder sowas. Sag einfach nur, wie du es machen würdest oder wie du es gerne finden würdest, wie es wäre, ja? Schreib es hier in den Kommentar, es interessiert mich mega und meine Antwort kommt dann direkt dahinter. Bevor wir jetzt zu meiner Antwort kommen, die dich überraschen wird, ja, möchte ich noch ein bisschen wissen, Makako, hast du noch irgendwelche Beispiele so aus deinem Leben von den Frauenbekanntschaften oder Freundinnen, die du so hast, was ihre Fables sind? Oh, spannende Frage. Da fällt mir gerade eine ganz bestimmte Freundin an, mit der ich zusammen studiert habe. Sie ist mittlerweile Direktorin einer sehr angesehenen großen Firma und arbeitet mit 10 oder 15 Angestellten und sie ist in ihrem Job wirklich eine taffe Frau. Sie ist ein Workaholic, sie ist dominant, sie übernimmt die Führung und prischt voran. Aber sie hat mir erzählt letztens, beim Dating wäre sie anders. Dort möchte sie die Führung abgeben, sie möchte umgarnt werden, sie möchte von einem Mann eingeladen werden, zum Essen ausgeführt werden. Sie möchte Blumen geschenkt bekommen, Geschenke in allgemein. Sie möchte Komplimente erhalten von Mann und nicht das Gefühl haben, dort die Führung zu haben und die Leitung übernehmen zu müssen. Und das finde ich, ja, sowas gibt's natürlich auch. Finde ich wirklich interessant, ja. Mhm. Hast du ähnliche Freunde? Hast du ähnliche Erfahrungen gemacht? Ja, solche Frauen kenne ich auch. Ja? Ob es Karrieremenschen sind oder eben Sportlerinnen oder einfach nur Frauen, die sehr selbstbewusst sind und deswegen auch beim Date ist sogar sehr gerne sehen, dass der Mann eben nicht zuerst zahlt, sondern dass sie zuerst die Rechnung bezahlt. Ja, einfach um eine Geste der ja, ihrer Meinung nach dann einfach der Höflichkeit und auch weil sie, ja, warum sollte sie es nicht machen? Einfach zeigen möchte, beweisen möchte. Es gibt heutzutage alle möglichen Formen der Kulturen im Dating. Dating ist nicht mehr ein Regelwerk, das du genau befolgen kannst, wie vor 200 Jahren noch, ja, wo es noch wirklich war, okay, ich führe die Frau aus, also ich mache ihr den Hof, bedeutet, ich umgarne sie, ich bringe ihr Blumen mit, ich lerne die Eltern kennen, ich frage den Vater um Erlaubnis, all diese typischen Regeln, die man vor mehreren hundert Jahren noch alle hatten oder sogar noch im letzten Jahrhundert, Anfang des letzten Jahrhunderts, ja, diese Sachen sind
im westlichen Kulturkreis weitestgehend fort, aber sie wurden auch nicht durch ein neues Regelwerk ersetzt. Hier ist die Sache. Die Videos, die du hier siehst auf meinem Kanal, dich, den ich hier gerade anspreche, wenn du mich fragst, wer sollte den ersten Schritt machen, ob es der Mann ist oder die Frau, hier ist meine ganz klare Antwort. Du solltest den ersten Schritt machen. Mir ist völlig egal, ob du ein Mann oder eine Frau bist. Oder irgendwas dazwischen oder irgendwas anderes. Ob du klein, groß, dick, dünn, rund, kugelförmig, quadratisch, x-förmig. Jetzt habe ich alle PlayStation-Zeichen aufgezählt. völlig egal, ob du ein Alien bist, ein Mensch, Maus oder Katz. Mach einfach den ersten Schritt. Warum? Alles, was wir hier beibringen, ja, im Coaching. Wir haben im Coaching schon Männer gehabt, die waren früher eine Frau. Also ein Transmann hatten wir im Coaching. Wir haben mehrmals schon Schwule gehabt, die sich im Coaching in der Charisma-Analyse beworben haben. Und wir haben aktuell wieder einen, der bei uns im Coaching ist, der ist ebenfalls schwul. Wir haben die unterschiedlichsten Menschen bei uns im Coaching. Und frag dich mal, wieso all das, was ich hier immer wieder erzähle, bei so einer breiten Masse denn gut ankommt. Es kommt ja auch gut bei Frauen an. Warum denn? Weil das, was ich sage, universelle Wahrheiten sind. Es ist völlig egal, ob du dich als Mann in deiner Rolle irgendwie identifizierst als denjenigen, der den ersten Schritt macht und der die Verantwortung übernimmt, oder ob du dich in der Rolle wohlfindest, dass du schüchtern bist und dass du erstmal schauen möchtest, wer denn der andere oder die andere denn so ist, um dann sie kennenzulernen und nach ihren Werten zu filtern und dann eben auch eine tiefe Verbindung aufzubauen. Ist völlig egal, was für ein Typ Mensch du bist. Du bist wertvoll. Egal, ob du Mann oder Frau oder irgendwas anderes bist. Aber was du realisieren solltest, ist, dass wenn du nicht den ersten Schritt machst, dann überlässt du deinem Schicksal anderen. Und da ist es völlig egal, ob du Mann oder Frau bist. Ich würde auch einer Frau diesen Tipp geben. Hey, dir gefällt dein Arbeitskollege? Mach den ersten Schritt. Geh auf ihn zu. Aber genauso sage ich meinen Kunden, die meistens Männer sind, eigentlich sind bei uns hauptsächlich alle Kunden Männer, weil Flirt-Coachings für Männer mit Tiefe, für Männer mit Herz. Aber ich habe schon in meiner Karriere öfters Frauen gecoacht. Und es ist völlig egal, wer den ersten Schritt macht. Es gibt dort sehr wenige Unterschiede beim ersten Schritt machen. Es ist immer dasselbe. Leichtigkeit aufbauen, flirten, da kommt Makako ins Spiel. Da bist du der Experte für, deswegen bist du bei uns im Team. Danach eine tiefe Verbindung aufbauen und Impulse setzen. Bedeutet Impulse setzen, dass ihr euch irgendwann trefft, dass ihr Kontaktdaten austauscht und dann eben dann auch auf einem Date die Impulse setzen, die ganz klar auch romantischer oder sexueller Natur sind. Völlig egal, welches Geschlecht du hast. Ja? Die ganze Diskussion, wer den ersten Schritt machen sollte, ist dahingehend hinfällig, weil sie eine Diskussion ist für die Leute, die sich lieber beschweren und die lieber im Hintergrund das Ganze beobachten und andere mal machen lassen. Aber so jemand möchtest du nicht sein. Oder Gründe suchen, nichts machen. Nochmal, Makako? Oder Gründe suchen, nichts machen. Noch einen Grund zu finden, warum es nicht funktionieren könnte. Noch einen Grund zu finden, vielleicht noch zu warten, zu diskutieren oder noch weiter zu überlegen, wie es besser funktionieren könnte oder warum es nicht funktioniert hat in der Vergangenheit und auch in der Zukunft nicht funktionieren könnte. Grübeln, wenig machen. Genau. Nicht gut. Und das ist der Fluch der verkopften Männer, die wir so häufig in der Charisma-Analyse auch sprechen. Sie gehen alle Szenarien in ihrem Kopf 100-mal durch und überlegen sich, okay, hier könnte ich einen Fehler machen, davor muss ich aufpassen. Und aufgrund dieser ganzen Paradoxes of Choice kommen sie gar nicht erst in die Pötte, bewegen sich gar nicht erst vorwärts. Die Antwort auf diese Frage, ich habe ja gesagt, wird dich überraschen, liegt daran, weil die Antwort egal ist. Du machst dir dein Schicksal. Du schreibst die Geschichte deines Lebens. Das hört sich an wie eine Floskel, aber ist verdammt wahr. Ist völlig egal, was du zwischen den Beinen hast. Es ist deine Verantwortung, dass du das Beste draus machst. Das ist nicht nur wahr, das ist Gold, Mann. Ja. Du zerstörst hier meine Frage, verdammt. Nein, aber du hast ja so recht. Du hast ja so recht. Wir können uns jetzt wunderbar drüber streiten, diskutieren. Ist es der Mann, ist es die Frau, wer ein bisschen mehr von der einen Sache machen darf oder ein bisschen weniger von der anderen Sache oder einfach die Verantwortung direkt auf uns nehmen, ob ich jetzt ein Mensch bin,
ob ich jetzt ein Mann bin oder eine Frau und erst gar nicht anfangen zu unterscheiden in der Verantwortung. Weil darum geht es ja. Es geht hier rein um die Verantwortung, vor allem um das, was wir wirklich wollen. Das ist eine geile Aussage, Andy. Natürlich können wir darüber reden, ja, was im klassischen Bild die männliche Energie ausmacht oder die weibliche Energie. Und natürlich auch aus dem Tantra gibt es da sehr viel zu lernen, was denn männliche Energie und weibliche Energie denn wirklich ausmacht. Wohlgemerkt, männliche Energie und weibliche Energie hat nichts mit Mann oder Frau zu tun, denn wir alle haben beides in uns. Wir alle haben beides in uns und wir alle können mal uns mehr von dem einen bedienen oder mehr von dem anderen bedienen oder sind mehr im Einklang mit dem einen oder anderen. Ja, und natürlich gibt es da dann auch Paare, die sich treffen und finden aufgrund dessen, dass sie dort einfach mehr Synergien erschaffen, dass sie dort einfach mehr zueinander passen. Aber diese Diskussion, ob du zu einer Frau, die du magst, gut passt, wenn du den ersten Schritt machst oder sie den ersten Schritt macht, ist deswegen egal, weil wichtig ist, dass du den ersten Schritt machst, egal wer du bist, um herauszufinden, wie denn eure Dynamik sein wird. Wenn du jetzt schon darüber nachdenkst, wie denn eure Dynamik am besten sein sollte und du gehst von irgendwelchen Prinzipien aus, die du irgendwo mal im Fernsehen gesehen hast oder von deinen Eltern gehört hast oder von irgendjemandem anderen, der dir erzählt, ein Mann sollte so und so sein, ja, dann bist du nicht du selbst. Dann versuchst du nur, eine Rolle auszufüllen, die andere für dich geschrieben haben. Und da sind wir wieder dabei. Du schreibst nicht deine eigene Geschichte. Du schreibst die Geschichte, die dir jemand anders vorgefertigt hat. Was ist das für ein Leben? Das bedeutet, du bist unfrei. Du bist nicht in Kontrolle. Das bedeutet, du wirst auch am Ende deines Lebens dein Leben bereuen, denn du hast nicht dein Leben gelebt. Das kann nicht sein, das dürfen wir nicht zulassen. Es ist wichtig, dass du erkennst, dass dein Leben sich am besten nachher in deinem Buch an Erinnerungen liest, wenn du Impulse gesetzt hast, wenn du mutig warst, wenn du Dinge probiert hast und dich nicht vor Angst zurückgezogen hast. Dann schreibst du die schönsten Geschichten. Ja? Und dabei natürlich achtest, wie du denn auch bei anderen ankommst. Empathisch sein bedeutet, ist denn das, was ich tue, gerade zu viel oder komme ich gut an? Ja? Mag sie mich? Zeigt sie mir eindeutige Signale davon, dass wir jetzt uns weiter kennenlernen sollten? Oder zeigt sie mir, dass es hier unangenehm ist? Das ist natürlich eine Tuchfühlung, die im nächsten Schritt unbedingt wichtig ist. Und auch hier wieder, völlig egal, ob Mann oder Frau. Aber versucht doch erstmal eure Dynamik, wer auch immer du bist. Ob du Franz, Peter, Michael, Michaela, Justus oder wie auch immer du heißt, gerade dieses Video schaust. 100 andere Namen könnte ich jetzt noch nennen, aber dann wird das Video viel zu lang. Denk dir doch da einfach, ich möchte die Frau oder den Mann kennenlernen, die zu mir am besten passen. Und wie mache ich das? Indem ich A, den ersten Schritt mache, mutig bin. Und B, dann schaue, wie unsere Dynamik sich denn dann aufbaut. Denn es kann ja in der Tat sein, dass du einfach, da kenne ich auch einige Männer, die eher in der sexuellen Richtung devot sind, also sich gerne führen lassen. Es kann sein, dass du jemand bist, der sich lieber führen lässt von der Frau. Und es kann sein, dass du genau dein Gegenstück findest, der Frau, die dich gerne führt. Aber das findest du nicht heraus, indem du darauf wartest, dass dir die richtige Frau in den Schoß fällt. Da wirst du lange warten und lange unzufrieden sein und lange frustriert sein. Geh den ersten Schritt, lerne sie kennen und während des Kennenlernprozesses stelle Fragen, finde heraus, aus welchem Holz sie so geschnitzt ist, wie sie so tickt und sag ihr ruhig auch mal, wie möchtest du denn verführt werden? Oder was ist denn deine schönste Geschichte vom Kennenlernen eines anderen Menschen, sei es Mann oder Frau? Finde heraus, wie ihre Dynamik denn am besten funktioniert. Und dann lernst du, ob denn ihr zueinander passt, ob eure Dynamik auch gut funktioniert. Das kommt dann im nächsten Schritt, ja. Und im übernächsten Schritt könnt ihr dann schauen, wie es dann auch in der Kiste funktioniert. Denn auch dort wechseln Menschen sich manchmal ab. Führung oder führen lassen. Aber den ersten Schritt, den kannst du nicht auf andere schieben. Das geht nicht. Diese ersten Impulse, da bist du gefragt, egal wer du bist. So. Dazu jetzt viel gesagt. Du hattest vorhin noch andere schöne Gedanken dazu, Makako. Ja, aber ich möchte jetzt aber nochmal rekapitulieren. Ich finde das so schön, wie du jedes Mal sagst. Jede Begegnung ist ein Kapitel in meinem Leben. Und die Frage, die sich dahinter stellt, ist, was ist das Schönste, Verrückteste, Atemberaubendste, was ich machen kann, um dieses Kapitel zu einem schönen Kapitel in meinem Leben zu machen? Ich finde das schön, das ist inspirierend. Das
fördert jedes Mal meinen Geist. Auf jedem Date, wo ich bin, frage ich mich wirklich in dem Moment, was kann ich in diesem Moment machen, dass dieser Moment, die nächsten 5 Minuten, die nächsten 10 Minuten, vielleicht dieser Abend, diese Nacht, die nächsten 2 Wochen zu einem Kapitel in meinem Leben werden, an die ich mich noch erinnere, weil die so schön ist? Oder wird es nur eine Fußnote? Wer hat es in der Hand? Boah, es liegt in meiner Hand. Genau. Und meine Verantwortung. Genau. Das finde ich richtig gut. Ist das, was Dominik, unser Mindset-Coach, Selbstbewusstseinstrainer bei uns im Coaching in der Flirt Masterclass, immer wieder sagt? In deiner Hand liegt 100% der Verantwortung, aber nur 50% der Kontrolle. Das heißt, wenn jemand anders etwas anderes möchte, dann ist das okay. Dann müsst ihr nicht unbedingt deinen Willen verfolgen. Das wäre dieser Irrglaube von, du musst als Mann unbedingt dominant sein. Du musst unbedingt sagen, wo es lang geht. Du musst unbedingt führen, dominant sein. Wir hatten neulich wieder im Live-Coaching jemanden, der behauptet hat, ja, aber so funktioniert es doch am besten. Er hat gesagt, ich habe immer wieder mal, so ein paar Mal im Jahr, habe ich ein paar One-Night-Stands, aber das ist dann eine rein sexuelle Sache und es führt niemals weiter als das. Und er hat gesagt, er findet im Internet, und hat gewisse Namen genannt von YouTube-Kanälen, die immer sagen, du musst dominant sein, musst als Mann, musst du sagen, wo es lang geht, musst wissen, was du willst und führen. Und dann habe ich ihn gefragt, von all diesen One-Night-Stands, die niemals weiter voranging, warum ging es denn niemals voran? Ja, irgendwie habe ich keine tiefe Verbindung aufgebaut. Interessant. Wie baut man eine Verbindung auf? Indem man ehrlich mit seinem Herzen ist. Indem man sich auch öffnen kann. Indem man es seinem Gegenüber erlaubt, sich zu öffnen. Indem man andere dazu inspiriert, sich zu öffnen. Und wie inspirieren wir andere? Indem wir den ersten Schritt machen. Das ist kein Zeichen von Schwäche. Und ich kenne die ganzen sogenannten Alphas. Diese ganzen möchtegern harten Typen. Keiner von ihnen hat eine gesunde, glückliche Beziehung. Keiner. Kein einziger von ihnen. Und ich kenne die allermeisten persönlich. Und dieser Herr, der bei uns im Live-Coaching war, der hat nämlich genau dieselbe Erfahrung gemacht. Ab und zu ein paar One-Night-Stands. Wenn du möchtest, dass du mit einer Frau nicht nur schläfst und natürlich auch diese Intimität genießt, sondern dann eben auch mit ihr ein paar Jahre zusammen sein kannst oder für den Rest des Lebens zusammen bist und mit ihr eine tiefe Verbindung verspürst, wo du einfach weißt, dass ihr zwei etwas habt, was niemand anderes gerade, sei es im Raum oder in ihrer bisherigen Erfahrung oder deiner bisherigen Erfahrung, jemals so gespürt haben. Ja, dann musst du Wert auf etwas anderes legen. Dann reicht es nicht einfach nur Impulse zu setzen und dann zu sagen, ja, ich muss führen, ich muss dominieren, ich muss der harte Kerl sein. Denn damit ziehst du dir die ganze Zeit nur eine Maske auf. Damit denkst du, du müsstest eine Rolle ausfüllen, die andere für dich geschrieben haben und du bist nicht du selbst. Dieser Spruch, sei einfach du selbst, so lieb gemeint er auch ist, aber so kompliziert er auch zu befolgen ist, ist deswegen so schwer, weil so viele Leute dir sagen, sei nicht du selbst. Sei ein Mann, sei hart, mach genau das, wie ich es sage. Und dann sind wir verwirrt, weil wir sagen, okay, irgendwie sollte ich ehrlich sein, irgendwie bin ich auch von Natur aus romantisch. Ich möchte einer Frau auch sagen, dass ich sie liebe. Ich möchte auch irgendwie ihr Zeichen von Zuneigung zeigen, aber ich darf es nicht zu viel machen, denn dann schiebe ich sie von mir weg. Dann verliert sie das Interesse, das kennen wir ja alle. Okay, ich sollte härter sein, ich sollte mehr Arsch sein. Okay, so funktioniert das Ganze also. Aber Authentizität ist das der, wer du wirklich bist, frei aus dir herauskommt, ohne Angst. Angst ist das Stichwort. Die meisten Menschen und gerade die Männer, die sich gerne dann Tipps von den sogenannten Alphas abholen, leben in einer Welt aus Angst. Sie haben Angst davor, Fehler zu machen. Sie haben Angst davor, die Frau zu verlieren. Das ist die größte Angst. Und sie haben Angst davor, dass so wie sie sind, nicht gut genug ist. Und lass mich dir was sagen. So wie du bist, als herzlicher Mann, der zuverlässig ist, der für andere da ist, der immer hilfsbereit ist. Das ist genau der Mann, den sie möchte. Was sie nicht möchte, ist deine Angst. Denn auch hier wieder, Angst ist ansteckend. Und damit würdest du sie wiederum nur zu Angst inspirieren. Angst wollen wir nicht in unserem Umfeld haben. Wenn wir jemanden sehen, der uns anspricht voller Angst, dann fühlen wir uns auch nicht wohl. Das heißt, du kannst... Genauso wie du bist. Herzlicher Mann. Entschuldigung, Makako. Ach, weiß nicht. Ich wollte dafür einfach mal ein Doubles herangeben. Muss jetzt einfach mal sein. Ah, Begu Payo, koreanisch. Jawohl. So wie du bist, bist du genau richtig.
Und das darf er oder sie auch sehen. So, jetzt switchen wir mal wieder in Flirt-Coaching für Männer, weil du bist ja zu 90%, 95% ein Mann, wenn du dieses Video siehst. Bisher jedenfalls, außer dieses Video wird noch viel mehr Leuten vorgeschlagen, was natürlich mega cool wäre. Ich weiß nicht mehr, wo wir gerade waren. Aber die Philosophie der Angst, das ist eine Philosophie, in der du eine Maske aufziehst, damit du dich nicht zeigen musst, wer du wirklich bist. Und das ist beklemmend. Das ist für egal wen, ob Mann oder Frau, kein schöner Zustand. Das, was dich attraktiv macht, ich sag das schon seit Jahren, egal ob du jetzt Videos anschaust von vor 5 Jahren oder du bei mir im Coaching warst vor 10 Jahren, ja, das, was attraktiv ist, ist, wenn du zu deinen Bedürfnissen stehst und Unabhängigkeit zeigst. Das heißt, du lebst den Spruch, ich will dich, aber ich bin nicht auf dich angewiesen. Und damit kannst du auch ein Kompliment machen, damit kannst du auch sagen, hey, du bist mega süß, wer bist du denn? Weil sie merkt, dass du nichts zu verlieren hast, dass du nicht voller Angst darauf wartest, einen Korb zu bekommen oder von ihr bestätigt zu bekommen, dass du es falsch gemacht hast oder dass du nicht gut genug bist, nicht gut genug aussiehst, nicht groß genug bist, ein Ausländer bist und sie mag keine Ausländer oder all diese bescheuerten Sachen, die dir vielleicht im Kopf durchgehen und deine Angst bestätigen. Was du bei uns lernst, in der Charisma-Analyse, wo wir dir einen Leitfaden geben, wie du herausfindest, aus dieser Angst heraus, ist der Weg, der dich wieder zu deinem Ur-Ich führt, wo du so frei aus dir heraus und einfach auf andere zugehen kannst. Das steckt aber schon längst in dir. Da gebe ich dir keine magische Pille, die du nicht schon längst hast. Das liegt in dir, das bist du. Du bist ein freier Mann. Du darfst das sein, du darfst das spüren, du darfst auf sie zugehen, du darfst den ersten Schritt machen. Du brauchst dich nicht damit beschäftigen, wer denn in der heutigen Zeit den ersten Schritt machen sollte oder nicht machen sollte oder dass das ruhig auch mal Frauen machen können. Ja, natürlich können das auch ruhig mal Frauen machen. Natürlich können sie das. Natürlich kannst du das aber auch. Und hör auf, an die anderen zu denken, was sie für dich tun können, sondern wie JFK mal gesagt hat, frage lieber danach, was du für andere tun kannst. Paraphrasiert. Denn das ist sexy. Es ist sexy zu sehen, wenn ein Mann einfach Verantwortung übernimmt und macht. Einfach, also nicht Macht im Sinne von Macht haben, sondern einfach tut. Und im zweiten Schritt es ihm egal ist, ob er dafür geliebt oder nicht geliebt wird. Ihm egal ist, ob er dafür Zuneigung bekommt oder nicht. Denn er tut das, woran er glaubt. Er tut das, was seine Überzeugung ihm sagt. Das ist verdammt sexy. Und wenn deine Überzeugung ist, ich bin ein Mann, ich stehe zu meinen Bedürfnissen, hey, wer bist du denn? Dann ist das verdammt sexy. Und dann darfst du den ersten Schritt machen. Und wenn deine Überzeugung ist, naja, ich mag es allerdings auch selber umgarnt zu werden, dann darfst du das auch. Okay? Ja, Mann. Jede Charaktereigenschaft, die du hast, ist in Ordnung. Aber übernimm Verantwortung und geh den ersten Schritt, um diesen Menschen kennenzulernen. Im Kennenlernprozess findet heraus, wie die Dynamik wirklich ist. Ob sie oder er vielleicht ein bisschen mehr dominant ist oder du. Oder vielleicht doch mal die Hosen anzieht oder doch mal entscheidet, wo ihr essen geht. Oder dann, wenn ihr spazieren geht, sagt, wir gehen jetzt hier nach vorne, wir gehen jetzt hier nach links oder wie auch immer. Das könnt ihr doch während des Datings kennenlernen, während dieser Phase. Stell Fragen, finde es einfach heraus oder dann auch einfach im Schlafzimmer. Learning by doing. Es kann in beide Richtungen gehen. Du kannst sagen, hey, ich weiß, du magst es nicht, wenn ich dich zum Essen einlade, aber ich habe heute unbedingt das Bedürfnis, dich zu einem leckeren Abendessen einzuladen und wenn du mir erlaubst, würde ich gerne dafür zahlen. Ist es vollkommen okay. Und genauso kannst du sagen, weißt du was, ich habe echt Bock auf ein Eis. Komm mit, du zahlst. 100%. Geht beides. Fällt mir eine schöne Geschichte dazu ein. Die habe ich dir gerade vor ein paar Tagen erzählt, Makako, als wir in Prag waren. Ich habe einmal für einen guten Monat, die Geschichte ging eigentlich länger als das, aber ich habe mal für einen guten Monat haben wir dieses Abenteuer, diese Romanze gehabt. Diese Frau aus Italien. Und
Und da das am Anfang wirklich noch sehr hin und her ging und sie damals noch, bevor wir diese Romanze begonnen haben und gerade so am Anfang waren und uns wirklich kennenzulernen, da habe ich Stunden bei ihr verbracht. Wir haben gemeinsam gekocht und haben da wirklich 6, 7, 8 Stunden einfach nur zusammengesessen, Wein getrunken, geredet, gesprochen, philosophiert. Und es war der Hammer in dieser kleinen italienischen Küche in Siena. Und währenddessen hatte sie aber noch einen Freund gehabt und aufgrund dessen wollte sie eben auch nicht ihn verraten und wir haben nicht mehr gemacht als das. Aber wie die Zeit vorangeschritten ist in diesen Wochen, war einfach immer klarer, dass die Beziehung mit ihm einfach nicht funktioniert. Und ich mochte sie und sie mochte mich. Und in dieser Phase des Schlussmachens mit ihm haben wir uns immer wieder mal geküsst, weil mich hat das auch verrückt gemacht. Mich hat es verrückt gemacht, sie da zu sehen und diese absolut innigen, tollen Gespräche zu führen, aber dann eben sie nicht zu küssen. Und das habe ich ihr auch gesagt. Es macht mich verrückt, ich kann das nicht mehr lange machen. Ja, ich sitze hier und ich habe so ein Bedürfnis, dich zu küssen gerade. Ich kann es nicht mehr lange, also das musst du wissen. Ich muss da einfach ehrlich mit dir sein. Ich halte das nicht aus. Und dann war das auch meistens der Moment, wo wir uns geküsst haben. Aber auf jeden Fall ging das noch länger hin und her, bis sie dann endlich mit ihm auch Schluss gemacht hat. Und als sie mit ihm Schluss gemacht hat, haben wir angefangen, wirklich einen Monat zu füllen, der wunderschön war. Der wirklich sich in mein Gedächtnis auch eingebrannt hat und in ihres auch. Denn wir sind immer noch in Kontakt. Ich habe gerade erst vor ein paar Tagen wieder mit ihr geschrieben. Und das ist jetzt schon eine ganze Weile, ist glaube ich 11 Jahre her. 11 Jahre her, ja. Und ich war dann mit ihr in dem Dorf, in dem La Vita è Bella, also Das Leben ist schön, dieser Film von Roberto Benigni. Der Film wurde in Arezzo gedreht, die erste Hälfte. Und dann war ich mit ihr, wir wollten uns unbedingt diese Stadt anschauen. Sie wollte mir die Stadt zeigen, wo die ganzen Drehspots sind von dem Film. Und dann gab es da eine Eisdiele und dann habe ich ihr gesagt, komm, wir essen ein Eis. Und dann sind wir reingegangen und wir haben das Eis bestellt. Und dann hat er gesagt, so und so viel Euro kostet das. Und dann habe ich angefangen zu zahlen. Und sie hat mir dann gesagt, warum zahlst du jetzt? Also wir können auch getrennte Rechnungen machen. Und sie hat mich da einfach wirklich vor diese Frage gestellt. Warum will ich denn jetzt zahlen? Weil die Dynamik bisher gar nicht wirklich so klar war, dass ich sie ausführe. Ja, wir hatten eine Romanze, das war total auf Augenhöhe. Und dann habe ich ihr gesagt, weil wir noch nie ein richtiges Date hatten. Dann hat sie überlegt, okay, dann habe ich gezahlt, dann sind wir rausgegangen, haben nichts gesagt, haben unser Eis gegessen und nach ein paar Augenblicken hat sie mir dann gesagt, das war eine echt gute Antwort. Ja. Und der Grund, warum ich das gesagt habe, ist, weil ich in diesem Moment einfach mal diese altertümliche Rolle erfüllen wollte. Ich hatte da einfach Lust drauf. Ich wollte einfach mal der Mann sein, der die Frau ausführt. Das war kein Zwang. Das war kein so wird es gemacht. Das war, weil wir uns jetzt schon einen Monat lang oder weiß ich wie lange, wie viele Wochen wir uns schon gesehen haben und so viel Zeit miteinander verbracht haben, miteinander geschlafen haben, tolle Zeit miteinander hatten. Und wir hatten noch nie so ein klassisches Date gehabt. Und dann dachte ich mir, das möchte ich auch haben. Das soll Teil dieser Story sein. Unbedingt. Und das war die Wahrheit. Wir hatten noch nie ein richtiges Date, deswegen ist das jetzt unser erstes Date und deswegen wollte ich für dich zahlen. Ich hatte einfach darauf Lust. Und das ist die Sache. Aus Unabhängigkeit heraus kannst du leichtherzig agieren. Kannst du auch mal etwas machen, worauf du vielleicht ganz spontan Lust hast, was gegen irgendein Rollenbild geht. Das ist Flexibilität. Da zeigst du Selbstbewusstsein, wenn du dich nicht in irgendeine Rolle reindrängen lässt. Ja? Es gibt hier ein Video auf meinem Kanal von vor, keine Ahnung wie viele Jahren, vor 5, 6 Jahren oder sowas, wo meine Freundin und ich gemeinsam beim Tough Mudder waren. Das ist so ein Hindernisparcours, der über 20 Kilometer geht, wo du wirklich durch Schlamm und Eis robbst und dann auf einen Lian ziehst und die ganze Zeit joggst und irgendeinen Baumstamm trägst und so weiter. Da hat sie auch ziemlich viele Rollenvorstellungen gesprengt, als sie da mitgelaufen ist. Aber jeder, der meine Freundin kennt, weiß, wie zierlich sie eigentlich ist und wie süß und wie gar nicht klassischerweise männlich sie rüberkommt. Aber sie hatte da einfach Bock drauf. Und das finde ich so sexy, wenn Menschen einfach das machen, worauf sie Lust drauf haben, an sich glauben und dann einfach dazu stehen, dass sie das tun, was sie tun, weil sie dran glauben. Und das ist dasselbe, was auch andere sexy finden. Das ist, was anziehend ist. Das ist authentisch.
Authentizität, weil du der Mann bist oder die Frau bist, die du sein willst. Ohne, dass du darauf achtest, ob das anderen gefällt oder nicht. Solange du das mit Herzen machst, du für andere ein Geschenk sein willst, du diese Geschichte, die du schreibst, für euch beide schön gestalten möchtest, sodass sie sich im Positiven an dich erinnert, völlig egal, ob das nur für einen Tag ist, für eine Nacht, für eine Woche, für ein paar Monate oder für den Rest deines Lebens. Wenn du die Verantwortung übernimmst, 100%, dass du der Schreiber dieser Geschichte bist und dass du eine richtig schöne Geschichte für euch beide schreiben wirst, dann bleibst du anderen in Erinnerung für ein ganzes Leben lang. Und dann bist du auch der Mann, den sie auch nach Jahren wiedersehen will, mit dem sie Kontakt sein will, den sie auch nach Jahren wieder zum Freund haben möchte. Völlig egal, ob du der Mann bist, der sich nicht getraut hat, der schüchtern war oder der total extrovertiert auf andere zugeht. Es zählt der erste Impuls und dass du die Verantwortung übernimmst für den ersten Impuls. Das wünsche ich dir, mein Lieber. Wenn wir dir dabei helfen sollen, Makako, was sollen die Männer dann machen? Sie kennen ja schon das Spiel, aber jetzt ist es wirklich, jetzt kommt es drauf an. Wohin sollen sie gehen? Wohin sollen sie klicken? Klickt hier oben. Hier oben den Button, den ihr dort oben seht, und bewerbt euch für unsere Flirt- und Charisma-Analyse. Sprecht mit uns, wir nehmen uns extra Zeit. Da nehmen wir uns extra Zeit für dich, ganz persönlich. Denn da drin werden wir gemeinsam genau herausfinden, aus welchem Holz denn du bisher geschnitzt bist, wie du dein Charisma nach außen bringen kannst und wieso du schon genauso wie du bist, schon längst für andere attraktiv bist. Und dann schrauben wir das Ganze auf 100, du kriegst deinen Leitfaden an die Hand, wie du jetzt in den nächsten 10 Wochen auch so charismatisch bist, dass du diese eine Kollegin bei der Arbeit so von dir verzaubern kannst oder die eine Frau, die du immer wieder in einem Café erblickst oder wenn ihr spazieren geht, dass dann diese eine Frau immer wieder da sitzt und du denkst dir, Mann, ich würde gerne auf sie einfach zugehen können. Ich möchte wissen, wie das geht. Das erklären wir dir Schritt für Schritt. Diesen Leitfaden bekommst du dort und dort werden wir nämlich auch deinen eigenen Flirttyp analysieren. Völlig egal, ob du schüchtern bist oder extrovertiert oder wie dein Charaktertyp nun mal ist. Denn jeder Mensch ist wertvoll und wir werden dir zeigen, wie du es schaffst, völlig egal, wer du bist. Das haben wir bisher immer gemacht im Coaching, das schaffen wir auch bei dir. Glaub mir, das schaffen wir auch mit dir. Geh hier auf diesen Link, komm zur Flirttyp- und Charisma-Analyse, trag dich ein. Und wenn du eine Frage hast, die du hier in dieser Show uns stellen möchtest, die ich dir persönlich beantworten soll, die Makako und ich dir beantworten sollen, dann schick deine Frage per Sprachnachricht an meinen Instagram-Account. Hier unten findest du die Details zum Instagram-Account andy_friday, auch hier oben eingeblendet. Und sende mir dort eine Sprachnachricht mit deiner Frage. Eine Sprachnachricht, keine zwei, keine drei, nicht zu viele, maximal 60 Sekunden, die sind dort auch schon so eingestellt. Eine Sprachnachricht mit deiner Frage, sag in der Sprachnachricht, hey, ich habe eine Frage für YouTube, damit wir auch wissen, dass wir sie hier abspielen können. Das Ganze wird völlig anonym sein, wir werden die Frage abspielen, werden dann deine Frage ganz genau beantworten, aber wir zeigen nicht deinen Namen, wir zeigen nicht dein Foto, nichts dergleichen. Ja, mach das, dann wird nämlich deine Frage hier in der Show beantwortet. Ich freue mich drauf. Wenn dir das Video gefallen hat, mein Lieber, dann gib dem Ganzen ein Like. Das würde mein Herz erwärmen und würde mich sehr, sehr glücklich machen. Oder zeig dieses Video einem guten Freund oder einer guten Freundin, die es sehen wollen, die es sehen sollten. Dann wirst du denen wahrscheinlich auch den richtigen Stups in die richtige Richtung geben. Also, meine Lieben, vielen Dank. Hier geht's zur Flirt- und Charisma-Analyse. Und wenn wir uns da drin nicht sehen, dann sehen wir uns hier auf dem Kanal wieder. Bis zum nächsten Video. Dankeschön.